Mit einem groß angelegten Aufmarsch vor dem alten Rathaus in Magdeburg gingen am Samstag die europäischen Chorfestspiele zu Ende. Alle 100 Chöre liefen singend durch die Stadt bis zum alten Markt, wo der nicht enden wollende Strom an Sängern aus 35 Nationen schließlich zum Stehen kommen sollte. Das dauerte jedoch eine ganze Weile. Während ganz hinten noch die letzten Chöre eintrafen, wurde vorne schon getanzt, gejubelt und natürlich gesungen. Man könnte meinen, dass zu viele Köche den Brei verderben sollten, doch die gleichzeitigen Gesänge der vielen Gruppen vermischten sich zu einem wohltuenden Klanggemisch, das seinen Rhythmus änderte, je nachdem, wo man sich gerade befand. Auch zahlreiche Magdeburger empfingen die Teilnehmer des Chorwettbewerbs und bekamen ein außergewöhnliches Programm geboten. Ob die leidenschaftlichen Rhythmen der Brasilianer oder eine spontane Tanzeinlage der Kanadier. Empfangen wurden die Massen an Sängern vom Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Lutz Trümper, der sich bei allen Teilnehmern bedankte und sie einlud, jederzeit wieder nach Magdeburg zu reisen. Übrigens konnte Deutschland mit die meisten Medaillen ergattern, mit 7 Auszeichnungen führte der Gastgeber die europäischen Chorspiele sogar an. Nur die Teilnehmer aus den USA konnten im Grand Prix of Nations mit 8 Ehrenzeichen mehr ersingen. Doch auch ohne Preise feierten die verschiedenen Nationen auf ihre eigene Weise, wie zum Beispiel die Finnen mit dieser fröhlichen Choreografie. Im Anschluss an die Parade auf dem alten Markt gab es in der Innenstadt verteilt noch einige Schauplätze, an denen einzelne Chöre ihren Gesang zum Besten gaben und der Platz leerte sich wieder. Doch man kann sich sicher sein, dass einige Besucher die Landeshauptstadt ins Herz geschlossen haben und sich vielleicht mal wieder auf den langen Weg nach Magdeburg machen werden.